Wir machen hier Sonderlösungen im Metallbau, in den Datenbanken. Das heißt, wenn für große Bauvorhaben Sonderprofile, Sonderlösungen von den Systemgebern gemacht werden, dann pflegen wir die ein. Als Beispiel für eigene Systeme. Manche Metallbauer haben dann sowas wie kleinere Geländersysteme oder ein eigenes kleines Tür- oder Torsystem, was nur sie mit eigenen Profilen verwenden. Solche Sachen sind das. Wir machen es kundenbezogen und bewegen uns damit auch häufig am Rande dessen, was in den Datenbanken möglich ist. Und da, wo Orgadata AG ist, ist auch Orgadata Datenservice. Und das am weitesten entfernte Projekt, was wir bis jetzt hatten, war in Neuseeland. Wir haben auf Hawaii schon geholfen, Hochhäuser hochzuziehen. Es hat diverse Projekte in Russland gegeben. Wir betreuen Kunden in China, in Vietnam. Also wir sind einmal rund um die Welt. Meine Muttersprache ist Russisch, daher war es sehr angenehm, war von Anfang an klar, dass ich dann im russischen Sektor mit der Kollegin Lena jetzt auch zusammenarbeiten werde. Das war von vornherein kommuniziert und ja, eigentlich ganz gut, weil die Kataloge setzen eigentlich voraus, dass man Russisch kann, weil sie halt kyrillische Buchstaben und die sind halt etwas anders beinhalten. Durch halt diese Projektlösung und das ist immer was Neues, was anderes. Man hat nie das Gefühl, man macht dasselbe. Es ist immer eine neue Herausforderung, auch mit dem Programm, weil man immer an die Grenzen kommt des Machbaren. Und wenn man dann nachher noch ein paar Bilder von den Kunden bekommt, wie es dann fertig aussieht, ist immer toll zu sehen. Ja, Charlie ist gekommen, hat die Herzen von uns allen erobert und nach 6 Monaten Probezeit wurde er mit Freuden sozusagen übernommen und ist jetzt ein Teil von unserem Team. Jetzt wohne ich in Wuppertal.